So soll das sein. Gerade erst die Routen ausgeworfen, dann nochmal geguckt, ob alles drinne ist, Soundcheck gemacht und da fängt es schon direkt an zu bimmeln. Ah, so muss das sein. Eppa. Was? Wieder das olle Rotauge? Wieder mal ein der glorreichsten Fische hier im Game. Eppa. Und warum das Ganze? Der Spinos hatte im Forum geschrieben, Alter, hier Rotauge im großen Stil. Rotauge in großen Größen. Und da ich ja jetzt zuletzt endlich den Ehrenfischer gemacht habe. Das heißt hier die Trophäen am Moskito mit dem A-Land endlich abgeschlossen habe. Zack, alle Trophäen komplett. Hatte ich mir gedacht, komm, Alter, Belaya ist eigentlich so das Leichteste, was ich als nächstes abschließen könnte. Und siehe da, das olle Rotauge, das fehlt mir noch. Deswegen rein damit. Rein aufs Rotauge. Ich habe die Grundrouten, meine großen Routen auch schon parat für die Quappe. Da habe ich auch schon alles ausgerüstet. Flusskrebs mache ich dann auch als nächstes. Güster, alter Falter. Ja, die mit der Güster werde ich einfach nicht warm, ey. Das wird wahrscheinlich am längsten dauern. Aber Hauptsache, ich ziehe einfach schon mal so einen schönen Basisfisch. Rotauge geht immer. Und für alle, die jetzt gerade tatsächlich hier Level 12 sind und im Low-Level regelrecht unterwegs sind, ist das natürlich auch durchaus eine Möglichkeit, hier mal eben ratzfatz ein bisschen Kohle zu machen. Wenn ihr mit dem Spinning nicht so warm werdet und sagt, boah, Belaya, was willst du denn da machen? Dann ist Rotaugenangeln eigentlich immer eine gute Sache. Das ist eins der letzten Videos, die ich gemacht habe vom Volcho. Da ging es ja auch wieder ums Rotauge. Und beim Rotaugenangeln kann man eben auch richtig geil auf Frequenz gehen. Da kann man auch richtig Gas geben. Also, ich schaue mir das jetzt hier mal so an, wie das so lüppt. Und dann bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass hier auch die dicken Dinger reingehen. Gucken wir uns mal eben das Setup an, beziehungsweise mit welcher Art Setup man hier auf das Rotauge gehen kann. Wie gesagt, wenn ihr gerade Level 12 seid und mal Lust habt, hier am Belaya zu angeln und nicht auf Spinning, dann einfach mit den ganz kleinen Fiederrouten hier dran gehen. Damit macht man überhaupt nichts verkehrt. Wenn man mal so guckt hier, man startet ja gerne hier mit den Sorento FD100 und die haben auch von der Tragfähigkeit, ja, was haben die so? Um die 2-3 Kilo. 2-3 Kilo zumindest auf der Schnur. Und da ist dann natürlich so ein Rotauge 400-500 Gramm einfach schön gezogen. Der Spinos hatte geschrieben, ja, so 10 Meter Clip. Ich clip jetzt hier nicht direkt. Ich verwende auch im Moment noch keine Futtermische. Das heißt, ich baller jetzt einfach mal nur so blank rein. Was ich verwendet habe oder welche Köder ich dran habe, da gucken wir jetzt mal eben rein. Gehen wir hier auch nochmal in die Route. So, also, das hier ist der Köder, die Eintagsfliegenlarve. Ich habe hier einen dicken, fetten Viererhaken drauf. Ist halt immer mein Lieblingshaken groß sozusagen, der auch wirklich dann tendenziell eher größere Fische zieht. Dann hier jetzt ein Vorfach, wenn ihr wie gesagt im Low-Level-Bereich seid, einfach mit der Monoschnur hier reinhalten, gut ist. Kein Vorfach, das ist alles nicht zwingend notwendig am Anfang. Einfach reinhalten, dicker, fetter Haken, wie gesagt, Eintagsfliegenlarve drauf und dann gib ihm. Auch hier wie gesagt nochmal ohne Futtermische, man kann das natürlich, wenn man die Futtermische schon geskillt hat, natürlich auch gerne mit der Standard-Rot- Augenfuttermische machen. Muss halt nicht. Ne? Ich verwende jetzt hier in dem Fall wieder mein Leichtfisch-Kleinfisch-Set.
Das heißt, ich habe hier die Winkelpicker-Ruten, die halt eine super feine Routenspitze haben. Hier oben kann man das ja schön einstellen, wie weich die Routenspitze quasi ist, wie feinfühlig die ist. Und ich bin in der Regel halt hier mit diesen ganz kleinen, feinen 7-Gramm-Spitzen unterwegs. Die ändern dann hier auch die Farbe, wenn man das so durchklickert, wenn man die Route draußen hat. Und dementsprechend feinfühlig sind die dann eben auch, diese Routenspitzen. Und man hat halt eher auch den Anschlag oder man kriegt halt eher mal mit, wenn da auch ein ganz kleiner Fisch reinballert. Olle Brasse ist noch hier. Ich bin sehr gespannt. Also wenn jetzt hier viele Brassen und so reinballern, dann haue ich doch nochmal Futtermische raus. Aber im Moment sieht es gut aus. Rotauge ist da. Und ich bin jetzt halt gerade eingeloggt. Es war mitten in der Nacht. Schauen wir uns das Nachtspektakel erstmal an. Und wenn es dann Tag ist, denke ich, da wird es vielleicht sogar noch ein bisschen besser losgehen von der Frequenz. Aber auch das jetzt bisher ist schon gut. Dass da jetzt in der Nacht nochmal eher eine Brasse dran geht, ist auch gar nicht so unnormal. Die Brassen sind halt gerne auch in der Nacht aktiv. Von daher passt das doch ganz gut, ey. Ha, den habe ich zu früh gezogen. Ja. Der hat wieder losgelassen. So, ja, wie gesagt, Hoffnung jetzt natürlich auf den nächsten Fisch. Einfach, damit ich das nächste Gewässer abschließen kann. Dann wäre natürlich auch die nächste Option noch bei den Trophäen vielleicht doch nochmal auf den Windenbach zu gehen. Solange sich das Gewässer noch in der altbekannten Variante befindet, wäre das vielleicht sinnvoll, weil ja schon eine Veränderung des Windenbachs angekündigt wurde. Deswegen bin ich da eigentlich schon drauf und dran, so schnell wie es geht nochmal zu versuchen, an den altbekannten Stellen. Wenn man dann erst wieder neues Gewässer hat und dann wieder nicht weiß, wo der Fisch die Locken hat, siehe Moskitosee, dann wird das natürlich wieder ein bisschen happig, ne? Ich hoffe, dass der Windenbach nicht so gravierend verändert wird. Eigentlich mein liebstes Low-Level-Gewässer. Es ist einfach übelst ertragreich. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass das so hart verändert wird, dass sich da kaum noch was rausziehen lässt. Moskito, wie gesagt, ist wunderschön. Tolles Gewässer, haben sie gut gemacht, aber immer mal wieder schwierig und immer mal wieder ein bisschen zickig. Das war mal anders. So, ziehen wir mal hier ein bisschen was raus. Ich halte hier einfach mal noch weiter rein. Guck mal, was so geht in den nächsten Minuten. Hier am Belaya wird es ja relativ schnell wieder hell. Und dann gucken wir mal, wie es dann gleich am Tag hier abgeht mit den Rotaugen. Ja, die dicken Rotaugen, Alter. Das ist doch ganz schön, lüpp der Lachs. Jetzt so langsam, hoppala. Jetzt so langsam, Alter. Nee, ne? Zack. Schon abgehakt. Okay, fertig. Fertig. Next. Ja, eigentlich wirklich next, Alter. Hoppala. Eigentlich wirklich next. Einfach zack. Direkt das nächste. Direkt das nächste Ziel im Angriff nehmen. Ich guck gleich tatsächlich nochmal rein. Und okay, das ging schnell. Das ging schnell, Alter. Dankeschön an den Spinos, der hier den Tipp ins Forum reingeschrieben hat. Wunderbar, damit haben wir das Teil bei den Trophäen abgehakt hier. Belaya, Rotauge, fertig. Ich glaube, ich gehe mal auf den Flusskrebs. Und tatsächlich auch, glaube ich, hier an der gleichen Stelle. Und zwar mit dem Tauwurm baller ich hier mal rein. Nicht ganz so weit. Alter, geht er auch ab hier. Tauwurm. Mistwurm. Ja, muss, glaube ich, ein bisschen weiter.
So. Ja. Und da geht noch mal was dran. Ja, das ist natürlich nett. Das ist natürlich nett, ne? Jetzt warten wir hier gerade noch mal den Fisch ab. Der hat sich hier schon angekündigt. Schön. Was hatten wir denn jetzt hier in der Kürze der Zeit? 13 Minuten, 14 Fische. Das spricht natürlich schon für sich. Und ich muss zugeben, ich hätte gerade noch ein paar mehr rausziehen können. Ich habe gerade ein bisschen lang bimmeln lassen. Also da ist sogar eigentlich noch mehr drin als das, aber das sieht doch schon sehr gut aus. Das sieht doch schon sehr gut aus. Ich mache das jetzt hier nochmal weg. Ich ändere das jetzt komplett. Und zwar ändere ich jetzt hier einmal komplett auf die Wurmartigen. Das heißt, hier haue ich nochmal einen Regenwurm drauf. So. Mistwurm, Regenwurm, Tauwurm. Alle drei Gewurmarten. Den werfe ich ein bisschen weiter. Der war mir dann doch ein bisschen zu wenig. So. In der Hoffnung auf den Krebs jetzt als nächstes. So. Und es fängt an zu bimmeln. Auf den Mistwurm. Einer der fängigsten Köder. Auch, ja, eigentlich am Windenbach natürlich auch. Eigentlich im gesamten Low-Level-Bereich absolut wichtiger Köder. Von daher auch immer wieder verständlich, dass der an den meisten Gewässern ausverkauft ist. Gerade in diesen kleineren Portionsgrößen. Wenn ihr da irgendwie die Chance habt und das seht, gönnen. Und wenn das Ganze mal 300 Silber kostet, ist zwar hart, aber trotzdem gönnen. Gerade wenn man im Low-Level-Bereich ist, zusammensparen, 300 Silber ausgeben, komplett verangeln. Vor Level 20 sollte man sich ja eh nichts richtig Gutes kaufen, Teures kaufen. Weil dann erst wird es halt so richtig teuer, ne? Immer wieder sparen, sparen, sparen. Ich höre es immer wieder auch im Stream. Ich habe mir das gekauft und das gekauft. Ich bin Level, keine Ahnung, 22, 23, 24, habe 200 Silber. Ich weiß nicht, wo das Geld geblieben ist. Aber dafür habe ich jetzt Futtermischenherstellung auf 50%, Alter. Glückwunsch. Also, aufpassen. Spart euch die Kohlen, gebt das Geld nicht aus für Schnickschnack, Humbug und weiß der Geier was, sondern spart euch die Kohlen und skillen und leveln und die Berufe kann man dann ab Level, keine Ahnung, 20, 25 plus machen, wenn man keine anderen Sorgen mehr hat. So, ja, ich teste jetzt hier noch ein bisschen weiter. Im Großen und Ganzen bin ich aber schon zufrieden, so soll das alles sein. Das war genau das Ziel, dass es natürlich jetzt so schnell ist. Perfekt. Guck mal, hier auf dem Tauwurm geht auch was rein. Auch ein fettes Rotauge sogar auf dem Tauwurm. Ja, das heißt jetzt hier die verschiedensten Stellen absuchen. Überall da, wo es ein bisschen grasig ist, hier werde ich es überall mal probieren. An den Rändern. Stück für Stück und dann natürlich eher tendenziell in der Nacht. Das heißt, jetzt haben wir es ja gleich schon 8 Uhr. Eher ein bisschen seltener für den Krebs dann natürlich, dass der da noch dran geht. Oder ich mache als nächstes erstmal die Quappe. Kann ich natürlich auch noch probieren. So. Wie auch immer, ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Und wenn ihr so ein bisschen eure Trophäen im Hinterkopf behaltet und euch denkt, na komm, ich muss ja hier eh noch und ich will hier auch den Ehrenfischer machen und die Errungenschaften und Auszeichnungen bekommen. Hier ist er, Ehrenfischer Moskitosee. Dann, wie gesagt, auch hier einfach mal zwischendurch reingucken und gucken, was fehlt denn hier gerade, was läuft gerade aktuell, gibt es da gerade einen Hotspot? Zack, mitten neben den Hotspot mal eben hier so eine Trophy absahen und dann hat man die Sorgen schon mal los und kann dann entspannt weiter angeln. Wer weiß, wann das nächste Mal dann wieder so ein Hotspot irgendwann wieder startet. So, dann zieht mal raus die Brocken. Ich mache jetzt erstmal schön einen auf entspannt. Den Fisch habe ich.
Petri, ihr Lieben. Wir sehen uns das nächste Mal im Livestream oder im nächsten Video. Haut rein.